Aufzug, Baujahr 2012, 36 Kilogramm oder 8 Personen. Hydraulik. Gehört zu Schindler. Ich höre Hydraulik. Ich denke, das ist ein Hydraulikaufzug. Altbau und ja, doch, das ist ein Hydraulikaufzug. Man hört es dort dann ganz deutlich. Aber solche Aufzüge findet man auch relativ selten. Diesen Aufzug habe ich nur zwei bis dreimal gesehen in den letzten Jahren. Einmal im nächsten und einmal hier. Das ist doof. Aber so ist das halt hier. Ich bin zwar mal hier in den neuen. Ich bin hier mal jetzt ja, in der Uni Köln eben so zu Haupt im so Hauptgebäude. Und da gibt es auch noch einen Aufzug. Ich wusste nicht, auf welche Etage. Egal, aber unten Tepperaufzug, Bau 1984, das heißt hier der fast gesamte Campus der Uni Köln ist beifrei, bis auf den Campus da hinten physikalisch oder biologisch. Da wurde auch wohl modernisiert. Oh Mann. Moment, die alten Aufzüge immer modernisiert. Ah, wegen der Ersatzteilversorgung. Schade, dass für alte Aufzüge keine Ersatzteile werden. Das ist wie bei Autos, der wird aber ankommen, der ist so ein Trend. Mittlerweile müssen sogar an modernen Autos so verschrottet werden, dass es für diese Autos keine Ersatzteile gibt. Kann man nach unten. Ich weiß nicht, ob die Tasche diese Tür hier öffnet. Keine Ahnung. So, nochmal vor. Auf 1. Genau. Halt mal auf 1. Die laufen die Armee versteckt. Die Armee versteckt, der Aufsichtskerl. Ist ja gar nicht ausgeschildert. Komisch.
Da unten habe ich einen besonderen Geldautomaten gesehen. So, und da Bargeld abheben. Testen wir es. Test das jetzt einfach. Das ist eins. Und da steht das gute Stück, der Geldautomat. Aber ich weiß nicht, wie das funktioniert. Aber so ist mir gar nicht. Ist hier ein Rücken-Zeifert-Aufzug. Das wo ist wohl ein Lastenaufzug. Oder? Nee, ich fährt nach unten. Zwischen dem Untergeschoss und dem Erdgeschoss. Bau 1997. So, hier mit Notrufsystem. Geil, so ein Notrufsystem war schon seit zu lange nicht mehr gesehen. Mit so Zifferntasten. Baujahr 2012, Aufzug 2012. Alle Aufzüge hier wurden scheinbar bereits erneuert, beziehungsweise die uralten Aufzüge hier. Wo geht es hier eigentlich raus? Normalerweise im Erdgeschoss. Aber ich konnte wohl keinen Ausgang finden. Da vielleicht mal auf dem. Minus 1 waren und nicht auf Ebene 0. Doch, ihr habt einen Ausgang gesehen, einen Hinterausgang. Minus 1. Und dann im Ausgang. Ist wohl auch der letzte Part hier. Und da hinten im Treppenhaus, kurz vor der Bibliothek, gibt es einen Güteraufzug. Kein Lastenaufzug, ein Güteraufzug. Wo die Person mit Namen verboten ist, dass man auch sehr gut an diese Taschentasten gut erkennen.